die von einem Gefühl oder von einer konkreten Fragestellung ausgehen und dann überlegen, welche Medien wir nutzen, um die Zuschauer mit diesem Thema zu erreichen oder mit dieser Frage zu erreichen. Und das kann ein Event sein, wie zum Beispiel diese Konferenz. Das kann aber auch ein Musikkonzert sein oder eine Fotoausstellung. Das kann eine App sein oder ein interaktiver Dokumentarfilm oder natürlich ein Projekt für das Fernsehen und für das Kino. Und Sie können sich vorstellen, dass das Spaß macht, so zu überlegen. Und es ist natürlich auch so, ich finde es so ein bisschen gewagt, weil wir einfach denken, wir als kleine Firma handeln jetzt mal einfach wie ein Konzern. Und die ganzen, wir sagen uns einfach, die Digitalisierung macht es möglich und die Globalisierung auch. Wir können direkt zum Zuschauer sprechen. Und tatsächlich gibt es da immer so eine Kurve bei solchen Projekten. Das ist so, wie wenn ich den Adventskranz mit meinen Kindern bastle. Da gibt es auch immer so Enthusiasmus am Anfang und irgendwie fällt es dann mittendrin mal ab. Und oder wenn ich, als ich da meine Freundin kennengelernt hatte, da war das auch so. Es gab so eine Art technologischen Auslöser, wo ich sagte, das könnte eine innovative Beziehung sein. Da könnte man was bauen, was mehr ist, als die Einzelteile vorher waren. Und dann gibt es vielleicht die Gelegenheit und dann gibt es vielleicht das erste Date, dann gibt es den ersten Kuss und dann ist man auf dem Gipfel der überhöhten Erwartungen. Weil man einfach zu viel erwartet. Ne? Oder man weiß es ja gar nicht, jeder stellt sich gut dar. Und fast automatisch, und das ist bei jedem Projekt, wie gesagt, auch bei dem Adventskranz so, fällt es dann erstmal ab. Und dann merkt man, dass die Grenzen meiner Freiheit dort sind, wo die Grenzen der Freiheit der anderen Personen sind. Und man merkt, dass was vorher einfach toll war, weil sie ist so großzügig, ist dann doch, sie ist so verschwenderisch. Oder eben genau andersrum, sie ist so sparsam, wird dann zu, sie ist so knauserig. Und so ist es auch in der Filmgeschichte immer wieder gewesen. Der Farbfilm zum Beispiel, die ersten Farbfilme gab es schon 1908 und dann gab es Technicolor, endlich der technische Impuls, wo man sagt, jetzt kann man das wirklich machen. Und dann in den 1930er Jahren gab es dann die ersten Projekte und vor allen Dingen natürlich vom Winde verweht 1939 ein Riesenprojekt, ein Riesenerfolg mit immer noch der erfolgreichste Film aller Zeiten mit inflationsbereinigt 6,6 Milliarden Euro Einspielergebnis. Und das ist so der Moment gewesen 1939, wo jeder Kinozuschauer, jeder Filmproduzent auf der ganzen Welt wusste, die Zukunft des Kinos ist in Farbe. Und trotzdem hat es noch viele, viele, viele Jahre gedauert, bis endlich Farbfilm Mainstream war. Noch in den 40er und 50er Jahren auch große Produktionen mit hohen Budgets wurden in Schwarz-Weiß gedreht. Und dann haben wir den gleichen Zyklus, ja, der hat auch eine Form, ich kann das ja mal versuchen zu finden. Der gleiche Zyklus, der hat sich auch bei 3D-Filmen abgespielt. Natürlich gab es schon in den 1950er Jahren die ersten 3D-Filme, berühmtes Hitchcocks Film bei Anruf Mord. Und dann war das aber technisch immer noch schwierig und die Kinos wollten nicht aufrüsten. Es war einfach auch sehr teuer. Und erst durch die digitale Projektion war das dann gar nicht mehr so viel teurer als eine andere Projektion. Und der technische Auslöser ist gegeben, sodass Avatar möglich war. Und Avatar so einen Paukenschlag gegeben hat und gesagt, Leute, jetzt ist Kino 3D. Und viele Menschen auf der ganzen Welt haben alles gegeben, was sie konnten, um da mitzuschwimmen auf diesem Hype. Ja, und das ist kein Wunder, dass diese Kurve Hype-Zyklus heißt. Und 2 Jahre später hieß es, 3D im Kino sei tot, da schaut kein Mensch mehr, das habe also gar keine Zukunft. Und heute, wo aus meiner Sicht der Pfad der Erleuchtung gefunden wurde und dann der Weg bis zu dem Plateau der Produktivität gekommen ist, merken wir gar nicht mehr, dass jedes Jahr mehr Filme in 3D im Kino gesehen werden und dass der Umsatz auch in dieser Sparte wächst und dass vor allen Dingen junge Leute hauptsächlich Filme in 3D sehen, sodass ganz klar ist, die Zukunft des Kinos ist in 3D. Die wichtige Frage, und darum geht es ja jetzt eigentlich, ist, wo steht denn da dann die virtuelle Realität? Und da kann ich noch mal kurz das eben, das ist mit Wörtern, und das ist etwas technischer ausgedrückt. Das ist jetzt hier
Das müssen Sie gar nicht lesen. Das ist eine Firma, die heißt Gartner, das ist eine Beraterfirma, die hilft Technikunternehmen, sich zu positionieren und überlegt, wo sind wir eigentlich gerade in dieser Hype-Kurve? Wo können, müssen, weil das ist so eine Sache, bei jedem Projekt, bei jedem Film muss ich mich das fragen, weil nur dann kann man die Entscheidungen richtig fällen. Und aus Technologie-Sicht, aus Unternehmen, die diese Geräte herstellen, diese Headsets zum Beispiel, wie Herr Jansen gerade gut erklärt hatte, sind wir schon, das ist hier, auf dem Pfad der Erleuchtung und wir nähern uns dem Plateau der Produktivität. Ja, das ist hier. Ne? Auf Englisch steht es drunter. Aber aus Sicht von, aus meiner Sicht, aus Inhalteherstellersicht, ja, oder aus Sicht der Nutzer in Deutschland sind wir, würde ich mal sagen, gerade jetzt auf der Spitze, auf dem Gipfel der überhöhten Erwartungen. Weil wir natürlich nachziehen, weil jetzt gibt es zwar diese Geräte, jetzt gibt es diese Plattform, jetzt gibt es diese Rezeptionsmöglichkeit, aber es gibt noch keine Inhalte oder es gibt viel zu wenig. Alle denken, man kann jetzt alles machen und es sei auch total einfach. Und es gibt aber eigentlich gar kein Geld, aber alle wollen investieren. Und also man hat so das Gefühl, dass in einem Jahr alle Welt sagen wird, Filme in Virtualität werden nicht mehr gebraucht. Und in 3 oder 4 Jahren wird schon keiner mehr merken, dass das ganz normal geworden ist. Und das bringt mich zur nächsten Frage. Wir haben es jetzt schon, glaube ich, 100-mal beantwortet an dem heutigen Tag, aber irgendwie wollte ich noch mal weiter zurückgehen. Was ist eigentlich virtuelle Realität? Denn ich glaube, dass da noch so ein bisschen, Verwirrung ist, denn eigentlich ist virtuelle Realität nur eine Schnittstelle, auf Englisch Interface. Ja? Das ist genau das Gleiche wie ein Bildschirm oder eine Tastatur oder eine Maus oder ein Joystick oder eben diese Dinger, die ich da eben in der Hand hatte, um diese Monster zu schießen. Also alle möglichen Schnittstellen, also virtuelle Realität ist eine Schnittstelle zwischen mir und einem Computer. Ja, dieses Handy ist ja auch nur ein Computer. Ne? Und natürlich kann man mit dieser Schnittstelle alles machen, was man mit einem Computer machen kann. Man kann damit Excel-Tabellen erarbeiten, man kann da Texte schreiben, man kann Musik hören, man kann Häuser bauen. Und ich habe jetzt vor 3 Monaten einen Entwickler getroffen aus Seattle, der arbeitet für eine kleine Firma, die für Microsoft das Windows erstellt, für den Bildschirm in virtueller Realität. Das ist natürlich praktisch, weil meine Bildschirme sind nie groß genug und dann hat er halt quasi keine Grenzen. Man kann ihn so groß machen, wie man will. Er kann sogar größer sein als der Raum, in dem man ist, weil man sich ja quasi wie in einem Flur bewegen kann und die Wände sich sausen lassen kann. Man kann aber auch noch ein bisschen Atmosphäre dazu haben und man kann in einem Büro sitzen, das auf einer Karibikinsel ist oder im Weltall. Und logisch, dass das interessant ist zum Arbeiten. Ja. Und natürlich gibt es auch die dann in diesem Büro Microsoft Office Arbeitsgruppen. Und natürlich ist das auch interaktiv. Ich habe persönlich noch keine Schnittstelle gesehen zu virtueller Realität, die nicht mit dem Internet verbunden ist, sondern man hat immer diese Verknüpfung. Es ist eben auch Social Media, wie Thilo Hartmann so gut erklärt hatte. Und ich stelle mir das... Es ist aber ein Medium, was eben alle Medien umfasst. Ich gebe ein banales Beispiel. Natürlich könnte ich mir gut vorstellen, dass ich mir nochmal Nosferatu von 1922 ansehe und natürlich würde ich mir da gerne ein schönes, stilechtes Kino aussuchen und das gerne mit meiner Freundin sehen, die aber gerade im Ausland ist. Und dann haben wir eben in virtueller Realität die Möglichkeit, die wir mit dem Fernseher nicht haben, dass wir das gleichzeitig sehen können, dass sie sich mit ihrem Avatar neben mich setzt und dass wir einen erotischen Chat bei dem Gruselfilm machen dürfen, ja? Wenn das nicht von der NSA zensiert wird. Ja? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man versteht, dass viele Leute, auch ich, in virtueller Realität dann YouTube-Videos schauen oder sich einfach Fotos anschauen. Und dass das nicht unbedingt sozusagen die volle Ausnutzung aller Mittel sein muss. Ja, ich gucke ja auch auf dem Computerbildschirm nicht nur Filme, sondern
schau mal manchmal da auch ein Foto nur an, obwohl sie es eigentlich bewegen dürfte. Ja? Und ich glaube, dass es ein ganz schöner Sprung trotzdem ist, wenn man sieht, was Filme, die alleine schon so oft in eine Kugel projiziert sind, also in 360 Grad, erzählen können, was alle anderen Medien vorher an Immersion eben nicht angeboten haben. Der Sprung von IMAX 3D zu Film in Virtualität ist für mich genauso groß wie der von Foto zu Film, wo es einfach eigentlich das Gleiche ist, aber dann doch was ganz anderes, ne, wenn es hintereinander läuft. Und so ist es dann auch in der Herstellung. Darum geht es ja jetzt, deswegen bin ich ja jetzt eigentlich hier. Das sieht dann so aus. Ich habe das Gefühl, wir sind noch in der Zeit vor den Gebrüdern Lumière, weil da gab es ja schon die ersten Filme und die wurden halt mit Fotoapparaten gemacht, die hintereinander einzelne Bilder schossen und die wurden dann zusammen zu einem Film belichtet, der dann auf der Rolle von dem Mann, der die Glühbirne erfunden hat, auch abspielbar war. Und hier ist es so ähnlich. Wir haben also unendlich viele Kameras, die in alle Richtungen filmen. Und das sind jetzt hochwertigere Kameras. Oder das sieht so aus. Und hinterher hat man halt verschiedene Rekorder, die alle eine Videospur aufnehmen. Und man muss das Ganze dann im Computer zu einem Bild zusammenfügen. Kompliziert ist dabei gar nicht so viel. Man muss einfach nur die Kameras alle synken. Die müssen halt so eine Art Timecode-Generator haben, dass sich da nicht irgendeine Kamera um 60stel Bild versetzt, ja? Weil die Kameras nehmen ja vielleicht nur 24 oder 25 Bilder pro Sekunde auf und das ist ganz schön wenig pro Sekunde. Wenn es da eine 100stel oder 50stel Sekunde daneben geht, wäre das ein Problem. Und natürlich ist die Hauptherausforderung, wenn man jetzt mit Leuten redet, die solche Filme herstellen, das Stitching. Das ist Englisch für Nähen und man näht quasi die ganzen Bilder zu einem zusammen. Das geht mit jedem Monat besser. Es gibt da Programme, die das automatisch machen. Das ist so, wie wenn Sie mit Ihrem Smartphone eine Panoramaaufnahme machen und dann verschiedene Bilder quasi schon im Smartphone zusammengesetzt werden zu einem großen. Das ist im Prinzip das Gleiche. Das Komplizierte ist eigentlich praktisch nur, wenn ein Objekt sehr nah ist, weil dann der Unterschied der Perspektive zu den Kameras größer ist und dieses Objekt dann im schlimmsten Fall auch noch genau auf der Schnittstelle zwischen zwei Kamerabildern ist. Weil dann muss man es zusammenkriegen. Und es gibt noch einen anderen Aspekt, der mich dabei immer wieder beschäftigt. Das ist, dass wir ja 3D machen könnten, weil im Kino, Klammer auf, ist es ja so, dass 3D eigentlich ganz viele Nachteile hat. Man muss diese blöde Brille aufsetzen, wenn man Brillenträger ist, nervt das richtig. Die Augenabstände von den Zuschauern sind nicht alle gleich, das heißt, auch wie das projiziert wird, ist nicht leicht einzustellen. Die Brille nimmt eine ganze Blende weg, das heißt, es ist doppelt so dunkel. Die Projektion ist meistens so, dass das Bild abwechselnd produziert wird vom rechten und linken Auge, so dass der Bild auf der Kinoleinwand auch noch mal halb so hell ist, wie es sonst wäre, wenn es in 2D projiziert wird. Das heißt, man hat es in Wirklichkeit viermal dunkler, alleine schon, wenn man den Film in 3D sieht im Kino. Und bei Mittelklasse-Kinos kann das dann auch wirklich zu Problemen führen. Und da sage ich mir, schade, weil hell ist schon besser. Und diese Probleme fallen weg, weil wir haben mit diesem Headset ja schon zwei Bildschirme für jedes Auge einen eigenen Bildschirm, sodass die ganze Rezeptionsproblematik gar nicht mehr existiert. Es ist eigentlich total unlogisch, einen Film in 2D zu machen, wenn man denn weiß, der Zuschauer sieht es hinterher mit einem Headset. Aber so unlogisch ist es dann doch nicht, wenn man sich überlegt, wie kompliziert es ist, das dann zu machen. Denn im Kinofilm ist es so, dass normalerweise man diese Freiheit hat, Objekte nah und weit zu filmen, je nachdem, wie die beiden Kameras für das eine und das andere Auge eben ihren Abstand eingestellt haben. Normalerweise sind das sogar Motoren und am einfachsten geht es mit so einem Spiegelreck. Da filmt dann eine Kamera durch den Spiegel und die andere von unten gegen den Spiegel. Und wenn ich jetzt ein Objekt hätte, was hier steht und ich bewege die Kamera daraufhin zu, dann würde es am Anfang, würden beiden Kameras weiter auseinander sein und man würde mit der Bewegung sozusagen die Objektive immer mehr sich überlappen lassen. Und diese ganze Möglichkeit besteht ja mit so einem Gerüst gar nicht, weil wenn ich da jetzt noch Spiegelricks dran bauen würde in alle Richtungen, das sind mindestens 7 Kameras,
dann wäre das Ganze noch größer, noch klobiger. Es wäre nicht nur komplizierter, es wäre auch einfach noch schwieriger, die Bilder zu stitchen, weil der Abstand der verschiedenen Objektive noch größer wäre. Und das ganze monströs, also je kleiner die Kugel, desto leichter die Postproduktion, ne? Desto leichter die Nachbearbeitung. Und deswegen hat man da so ein grundsätzliches Problem. Ich zeige mal kurz das meistverwendete Setup ist das rechte. Das sind diese kleinen GoPros, die die meisten von Ihnen sicher kennen, die typischerweise im Skiurlaub auch dabei sind. Und das Rig, also diese Halterung, ist auch von GoPro hergestellt. Das ist alles gar nicht so teuer. Das ist billiger als eine Kinokamera, alles zusammen. Ja? Und die zwei Kameras filmen immer in eine Richtung, bei dem rechten Gerät. Ja? Und deswegen ist 3D möglich. Aber man müsste, wenn Objekte besonders nah sind, müsste man halt im Grunde das nochmal einzeln filmen und dann einsetzen ins Bild. Ja, sonst kommt man damit nicht zurecht. Und es ist auch, je kleiner die Kamera ist, desto weniger Platz hat es für Elektronik. Und je weniger Platz es für Elektronik hat, desto schlechter die Qualität. Und gerade in virtueller Realität, wo man immer nur einen Ausschnitt des Bildes sieht, da freut man sich über Pixel. Im Kino ist es heute ja fast egal, aber da ist es überhaupt nicht egal. Und deswegen das zu 3D. Und jetzt nochmal, was heute am meisten verwendet, das sind jetzt so Amateurgeräte, die natürlich frech sind, weil dadurch, dass die so klein sind, ist das Zitschen unglaublich einfach. Ja? Die perspektivische Unterschied ist gar nicht mehr so groß. Das heißt, die technische Bildqualität ist sehr gering, aber die Stitch-Qualität und perspektivische Qualität ist sehr hoch. Ne? Und das ist jetzt eine Kamera, die professionell extrem oft verwendet wird. Die ist von Nokia. Sie erinnern sich vielleicht noch, die haben früher Handys verkauft. Und das Praktische hieran ist, dass man nichts einstellen muss, sondern das ist schon alles im richtigen Abstand in der festen Kugel. Das sind Kameras, die ungefähr so eine GoPro-Qualität haben. Das heißt, die ist nicht sehr lichtempfindlich, aber die Auflösung ist trotzdem relativ hoch. Man hat natürlich den Nachteil, dass das jetzt nicht in 3D ist, obwohl es für den Zuschauer einfach nur ein Plus wäre. So eine Kamera hat jetzt neu 60.000 Euro gekostet. Langsam werden sie etwas günstiger. Das Praktische ist, dass es immer mehr Software gibt, und hier wird das sogar mitgeliefert, die das Stitchen live ermöglicht. Das heißt, der Regisseur kann mit so einer Brille dann in der Situation schon sehen, wie es dann hinterher aussehen wird, zumindest ungefähr. Und was Sie sich vielleicht auch fragen ist, wie geht das eigentlich, da ist immer ein Stativ. Ja? Ich habe es ja eben schon gezeigt. Wenn es da so ein Stativ ist, das ist ja nie im Bild. Wie machen die das? Meistens, bei vielen Filmen zumindest, kann man nach unten und wirklich nach oben schauen. Und das ist ganz banal. Da wird einfach noch eine Einstellung später gedreht, nach unten, und das wird dann eingesetzt. Und, oder wenn jetzt unten viel passiert, dann wird die Kamera von oben oder von der Seite gehalten. Je nachdem, wo das Bild möglichst tot ist oder wo, selbst wenn es sich bewegt, eine Möglichkeit ist, gegeben ist, dass etwas ausgeschnitten wird. Weil sobald man etwas ausschneiden kann, ist alles kein Problem. Nur sobald irgendwo eine Linie ist, wo man sagt, da geht jetzt keiner durch, dann kann man das auch getrennt filmen. Man kann dann auch einen Film machen, 180 Grad erstmal in Ruhe da drehen und dann 180 Grad in Ruhe da drehen und das Licht bleibt gleich, das merkt kein Schwein, so nach dem Motto. Ne? Wenn die Person ums Bild rumgeht, hat man ein Problem. Ne? So, jetzt das zum Drehen. Und jetzt gehe ich mal zum Schnitt. Also, ich sollte auch ein bisschen inhaltlich reden. Also nicht nur technisch. Inhaltlich. Also ich erzähle mal ganz gerne, ich war Student 1995 an einer Uni in Paris und dann war ich bei so einem Vortrag von Jean-Jacques Annaud, der damals den ersten Film in 3D IMAX gedreht hatte. Den ersten Spielfilm überhaupt. Das war so eine Saint-Exupéry-Verfilmung. Und er erzählte uns Schülern und Studenten, alles ist anders. Vergesst die ganze Filmsprache. Man kann nicht mehr Schuss und Gegenschuss machen. Man muss mit kurzen Brennweiten arbeiten. Man muss also mit Weitwinkeln drehen, weil die Räumlichkeit halt gebraucht wird. Die Kamera darf sich nur ganz langsam bewegen. Und natürlich war die Kamera damals auch so groß wie eine Telefonzelle, aber das hat er natürlich nicht gesagt, sei der Grund dafür, dass die Kamera sich nur langsam bewegt. Ich glaube eben, und wir wissen ja heute, der letzte Star Wars war ja auch in 3D und den habe ich auch in 3D gesehen und ich muss sagen,
Ich finde nicht, dass der anders geschnitten ist als ein Film in 2D. Also ich finde, dass da alles irgendwie gleich ist, dass da werden lange Brennweiten verwendet, da ist Schuss gegen Schuss, da gibt es sogar ganz schnelle Schnitte, die kürzer als eine Sekunde sind. Das ist alles kein Problem mehr mit 3D. Und ich glaube, dass wir mit der 3D so eine Entwicklung durchgemacht haben von den Filmen, die erstmal, oh boah, dieses Format und so, bist du, jetzt macht man mal richtig einen Film, dass man diese Entwicklung halt jetzt sich wiederholt. Mit dem Film in virtueller Realität, dass man halt jetzt erstmal so viel Ehrfurcht davor hat und die Zuschauer sind ja auch alleine schon mal beeindruckt davon, dass man überhaupt irgendwas in diesem Format sieht. Und wenn es dann nur Tauben landen auf dem Dach ist, dann ist es schon mal ganz gut für einen ersten Film. Aber das wird sich natürlich schnell legen und dann ändert sich das. Wir haben jetzt eine Szene gedreht an einer Straße und dann springt die Kamera von der einen zur anderen Stelle. Mit einer Bewegung verbunden und ich fand, dass diese Schnitte überhaupt kein Problem sind. Die habe ich fast nicht gemerkt. Man ist ja nicht so blöd, dass man nicht kapiert, dass man gerade einen Film schaut. Also man ist ja so sehr an Schnitte gewöhnt und also ich glaube, dass das sich noch sehr ändern wird. Ich habe jetzt die letzten Tage auch in der Vorbereitung auf den Tag nochmal sehen wollen, ob es irgendwelche aktuellen Filme gibt, die ich verpasst habe. Habe nochmal ganz viele Filme geschaut und muss sagen, fast alle sind in Plansequenz, ja, also in einer Einstellung gedreht. Und ich glaube, das wird sich noch ändern. Das liegt an der Kurve. Ne? Da kommen wir noch hin. Und dann, aber eine Sache, die ganz anders, also, ne Quatsch, eine Sache wollte ich noch sagen zum Ton, weil das haben wir noch gar nicht besprochen. Ich habe jetzt mal mit so einem Mikrofon gedreht, wo das 8 Spuren hat und in alle Richtungen den Ton aufnimmt. Und das war auch gar nicht mal so ein teures Gerät. Also, ne, das ist alles billiger als Kino. Und ich war zutiefst beeindruckt. Das nimmt einfach den Ton in alle Richtungen auf und dann passt es auch dahin. Und wenn ich dann hingucke und da ist irgendein Geräusch, dann kommt der Ton auch genau aus der Stelle und das ist überhaupt nicht kompliziert. Und in der Postproduktion, also im Schnitt, war ich ja auch immer total platt, dass wir das einfach mit Premiere schneiden. Da gibt es gar nicht dieses super teure Hyperprogramm, sondern nein, das machen wir mit demselben Programm, mit dem wir auch die anderen Filme machen. Also das Einzige, was man noch zusätzlich hat, ist dieses Stitchen und alles andere ist normales Filme machen. Ja. Und weil es ist ja auch noch ein Bild. Ne? Es hat ja einfach nur, hat ja auch im Computer ist es ja, dem Computer ist das egal, ob das virtuell ist. Der braucht nur Prozessorleistung. So, aber jetzt trotzdem noch, es gibt einen grundsätzlichen Unterschied natürlich, dass es interaktiv ist. Alleine schon dadurch, dass man einen Ausschnitt von so einem großen Bild sieht, ist es ja interaktiv, weil wir ja als Zuschauer eben entscheiden, dort oder dorthin zu schauen. Und ich habe gestern nochmal den Film gesehen, den wir auf der Berlinale dieses Jahr gezeigt haben. Den haben wir gar nicht produziert. Das ist eine französische Firma gewesen. Der heißt Notes on Blindness, also Notizen über die Blindheit. Und der hat wirklich ein tolles Konzept. Der bringt einen quasi in die Welt eines Blinden. Man denkt ja, was kann man denn da sehen? Der wird einfach alles visualisiert, was man hören kann, in diesen verschiedenen Situationen. Er berichtet darüber, wie er sich Räume erarbeitet, erahnt oder im Kopf quasi nachbaut, durch die Geräusche, die er hört. Und wenn dann irgendetwas kein Geräusch macht, dann ist es auch verschwunden. Und wenn es ein Geräusch macht, ist es wieder da. Und dann gibt es diesen Moment, wo er sagt, ich wünsche mir, das ist ein Dokumentarfilm, ne? Aber das Bild ist ganz animiert. Ich wünsche mir, dass es auch mal in Räumen regnet, weil dann kann ich den Raum besser fühlen, weil durch dieses Plätschern weiß ich, da ist dieses Objekt und dort ist jenes Objekt. Und dann gibt es in diesem Film in virtueller Realität den Moment, wo man halt so einen Raum auch erhören darf. Und indem man irgendwo hinschaut, aktiviert man, dass dieses Objekt auch mitklingt in dem Dauerregen, der im ganzen Raum ist. Und man stellt sich quasi vor, wie das so wäre, wenn es hier regnen würde. Und durch das Anschauen erst aber aktiviere ich diese Objekte. Und wenn man schaut das quasi wie ein Film, aber in Wirklichkeit ist das ein interaktives kleines Spiel, wo ich einfach durch Fixation kleine Szenarien auslöse. Und das fand ich so faszinierend, weil man hatte das Gefühl, einfach nur einen Film gesehen zu haben, aber in Wirklichkeit war es total interaktiv. Und ich glaube, dass das auch so eine Richtung ist, in die es weitergehen wird. Ich könnte mir gut vorstellen, dass irgendein Drehbuchautor mit verschiedenen Mathematikern sich mal zusammensetzt und merkt daran, wohin der Zuschauer schaut. Schaut er mal die Frau an, schaut er mal den Mann an, mit wem er mehr mitfühlt. Und dann wird es vielleicht dazu hinführen, dass, wenn der Zuschauer mehr mit dieser Frau mitgefühlt hat, dass da am Ende der Mann stirbt.
Und wenn er mehr mit dem Mann mitgefühlt hat, dass dann die Frau stirbt. Ja? Dass man halt, aber ganz unbewusst, der weiß gar nicht, hier gehen sie durch diese Tür oder durch diese Tür. Es ist gar nicht so ein Multiple-Choice-Film, weil gleichzeitig gab es das schon immer. Ja, es gab schon immer Multiple-Choice-Romane. Das war ja technisch schon total einfach, seitdem es Computer gibt. Und trotzdem lesen die Leute immer noch Romane, wo man nicht auswählen kann, wie es ausgeht, ne? Weil sie auch einfach gerne sich bei der Hand genommen fühlen. Aber das Tolle ist, durch diese Interaktivität, durch diese vielen Daten, die so ein Computer verarbeiten kann, hat man da ganz andere Möglichkeiten, dass es zwar interaktiv ist, aber es fühlt sich nicht so an. Es fühlt sich nur ein bisschen echter an. Die Immersion ist eben noch größer. Ja? Das ist, glaube ich, so eine Entwicklung. Und jetzt habe ich schon so viel geredet und bin auch fast am Ende. Ich wollte, man sagt ja, das war auch Thema heute viel, man spricht ja davon, das ist ein Wirklichkeit, ja? Dass es einen Wirklichkeitsverlust gibt. Und ich glaube, dass das ziemlich arrogant ist. Ich finde, dass das sagt oder impliziert, dass wir alle wüssten, was Wirklichkeit ist. Und da finde ich, dass Professor Gottberg das auf den Punkt gebracht hat, als er den Tag heute eröffnete, weil was wir machen, ist ja nichts anderes, als über Sinne Informationen sammeln und dann im Kopf Modelle bauen, die dann etwas nachbauen. Und das machen wir auch, wenn wir einen Film sehen, aber das machen wir natürlich auch im echten Leben, im sogenannten echten Leben. Und ich glaube, dass wir durch diese Schnittstelle der virtuellen Realität viel besser verstehen lernen, wie wir eigentlich selber funktionieren und unseren Wirklichkeitsbegriff auch relativieren lernen. Und ich finde das was Positives. Mich nervt das nämlich, wenn immer Leute behaupten, sie wüssten, was Realität ist. Denn das stimmt nie. Danke. Das hab ich gar nicht. Dankeschön. Es gibt schon eine Frage aus dem Publikum, darum gebe ich kurz das Mikro weiter. Das ist eher eine praktische Frage. Wie wird das gehandelt über das Drehbuch, Anweisungen an die Protagonisten? Man leitet ja das Auge im Prinzip nicht mehr des Zuschauers, sondern man muss im Prinzip 7 Kameras oder wie auch immer eine Geschichte durchziehen im besten Falle und immer damit rechnen, dass man da oder dorthin schaut als Zuschauer. Das ja, natürlich ist es, also zwei Fragen sind das ja auch für mich. Also es gibt tatsächlich eine andere Art Storyboard, eine andere Art Drehbuch. Es gibt so Kreise, die man aufzeichnet, wo man halt auch verschiedene Aktionen, die parallel laufen, anders choreografiert. Gleichzeitig stimmt es natürlich überhaupt nicht, dass man den Blick der Zuschauer nicht mehr leitet, sondern es ist genau das Gegenteil. Wir als Filmemacher sind total gewohnt, dass wir das Problem haben, dass die Realität, die sogenannte, die man abfilmt, viel zu viele Informationen hat. Ne? Mein Job, wenn ich einen Dokumentarfilm drehe, ist von morgens bis abends zu entscheiden, was alles nicht gezeigt wird. Ja? Und das ist das Schlimmste überhaupt. Ich begleite irgendjemand über Jahre, was er so tut. Und dann jeden Moment muss ich entscheiden, filme ich das jetzt oder filme ich es nicht. Ich könnte ja immer alles filmen. Ne? Dann hätte man die meiste Wahl im Schnitt. Ja? Aber im Grunde ist das. Und dann, wenn ich es aber dann filme, geht es noch weiter. Ich muss mich so positionieren, dass das, was hier wichtig ist, im Vordergrund ist und alles andere nicht erscheint. Deswegen ist das Wichtigste für uns Filmemacher ja immer die Unschärfe. Ja? Und das Zweitwichtigste ist die Dunkelheit. Ja, dass man halt, und das Drittwichtigste ist, dass man halt Ansteckmikros hat, wenn man jetzt dokumentarisch dreht, weil das Problem ist ja, dass so viele Geräusche da sind, dass wir aber in der Wirklichkeit, dass wir aber dass auch das Ohr und den Blick lenken wollen und ganz isolierte einzelne Töne haben wollen und dann das erzählen. Und das ist genau wie beim Theater auch. Wenn ein guter Theaterregisseur sagt ja auch dem Zuschauer, jetzt schau mal hier hin, jetzt schau mal da hin. Und da gibt es ganz, also ich glaube, dass das viel über den Ton passieren wird, weil das so schön unbewusst meistens ist, aber auch über Bewegung und so weiter, dass man den Blick lernt. Und man muss dann natürlich so ein bisschen als Regisseur, glaube ich, denken, wie so jemand, der so einen Multiple-Choice-Roman baut, dass man, wenn er jetzt hingeguckt hat, versteht er dann das trotzdem noch und so, dass es dann immer wieder so Schnittstellen gibt, wo man dann sicher ist, jetzt ist die nächste Erkenntnisstufe erreicht. Dass jeder Zuschauer im Grunde einen anderen Film gesehen hat, hinterher ist ja eigentlich auch was Schönes. Also es ist schön, dass es einem endlich mal bewusst wird durch die Schnittstelle der virtuellen Realität. Es war schon immer so. Aber es ist, es macht es einem halt nochmal bewusster, weil das jeder baut sowieso seine Realität. Und sind normale Spielfilmlängen angedacht? Es gibt viele Leute, die daran arbeiten. Auch wir haben so ein Projekt, was ich finde, ich habe da natürlich Lust drauf, aber ich glaube auch, dass es hart ist.
weil man eben nur genau überlegen muss, wie man mit dieser Übelkeit umgeht. Es gibt so eine Studie, da wird die Nase einfach mal mir gezeigt. Und dadurch hat man immer etwas mehr Orientierung. Und es scheinbar wird einem dann weniger schlecht, selbst wenn man Achterbahn fährt. Es gibt mehrere abendfüllende Projekte, die in Produktion sind. Das wäre auch meine Frage gewesen. Kann man jede Geschichte erzählen? Weil im Moment geht es ja vor allem um Dokumentationen, die gemacht werden, aber perspektivisch oder nur in meiner Wahrnehmung, vielleicht gibt es auch schon noch anderes. Aber kann man jede Geschichte erzählen, auch in virtueller Realität? Filmisch? Also, erstmal, du meinst in 360-Grad-Filmen. Ne? Weil die Frage ist schon mal, wo sind wir denn? Weil man kann in Virtualität ja auch einen Roman lesen, aber ich glaube, dass man in 360-Grad-Filmen natürlich jede Geschichte erzählen kann. Es ist ja letztendlich dann nur ein Format. Es ist so ein bisschen wie die Frage, wie oft höre ich, wenn ich mir mache ja Dokumentarfilme auch, dann höre ich von Fernsehredakteuren immer, ja, aber das wird doch ein super Kurzbericht, warum willst du denn darüber 50 Minuten machen oder 90 Minuten oder so oder umgekehrt? Und ich finde das immer eine falsche Reaktion. Ich habe selber an eigenen Projekten erlebt, dass man aus jedem Thema und aus jeder Frage und aus jeder Geschichte jede Form finden kann. Ich kann eine Skulptur oder einen Roman oder ein 2-Minüter oder ein 200-Minüter zum Thema machen und dieselbe Geschichte erzählen. Es sind andere Zuschauergruppen, es sind andere Communities, es gibt andere Formfragen, aber nicht inhaltlich. Deswegen habe ich auch jetzt meinen Beruf geändert. Ne? Was mich noch beschäftigt, ist die Frage, Filme schauen ist ja eigentlich so ein Gemeinschaftserlebnis, entweder zu Hause im Wohnzimmer oder im Kino. Und durch diese Brillen sind wir ja nun wieder alle jeder für uns. Also führt ja zu so einer gewissen Atomisierung. Genau, ja. Wird sich das wieder ändern oder was bedeutet das fürs Filme schauen? Ich finde es toll, dass du mich das fragst. Ich bin natürlich nicht der Mann, der in die Zukunft sieht, aber trotzdem habe ich da eine ganz klare Meinung. Ich finde, dass wir natürlich die letzten 100 Jahre durch alles, was passiert ist, alle Technologie und wenn es nur das Auto und der Zug ist, atomisiert wurden. Ja? Das ist ja logisch, dass man dadurch, dass man sich bewegen kann, dadurch, dass man telefonieren kann, dadurch, dass man Bücher liest alleine schon, das ist auch ein Atomisierungsprozess. Wir sind immer mehr mit Menschen verbunden, die ganz woanders sind und sind immer mehr fähig dazu, uns zu entkoppeln gedanklich von der Umwelt, die uns direkt umgibt. Ne? Im Grunde ist Atomisierung ja auch ein Wort für Entterritorialisierung und das ist eigentlich ein verstecktes Wort hinter Globalisierung und eigentlich heißt das aber nicht, dass man einsamer ist, sondern es hat einen selbstverstärkenden Effekt, dass Leute, die einsam sind, können noch einsamer sein, Leute, die sozial sind, können noch sozialer sein. Ich habe noch keinen Menschen gesehen, der 2000 Facebook-Freunde hat, der nicht auf einer Party das soziale Wesen ist und dort mit allen Menschen spricht. Das gibt's nicht, das passt immer zusammen. Ja? Der Mensch, der sozial im Internet ist, ist auch sozial im echten Leben und umgekehrt. Und diese Menschen, die sich dann ganz zurückziehen, die sind auch gar nicht mal auf Facebook. Ja? Oder wenn sie dort sind, haben sie 2 Freunde. Noch eine letzte Frage zu diesem Punkt, dann öffne ich die Diskussionsrunde. Es gibt ja auch VR-Kinos in Amsterdam und in Berlin gab es ja auch mindestens eins. Das hat jetzt schon wieder geschlossen, irgendwie nach 3 Monaten. Ist das, weil wir noch auf dieser Kurve da sind, wo es jetzt erstmal runtergeht? Nein, das hat damit nichts zu tun. Ich glaube, dass das Konzept absurd ist, weil das Tolle ist natürlich, dass man, also diese Atomisierung ist ja ein Verkaufsargument. Es ist halt mein Film, ich sehe ihn halt für mich alleine. Ich will eigentlich, wenn ich diese Brille aufhabe, dann weiß ich, dass ich blöd aussehe, dann will ich auch nicht, dass meine Freunde mich mit der Brille sieht. Ich sehe sie lieber als ihrem Avatar, aber es ist für mich kein gemeinschaftliches Erlebnis, dass ich so gesehen werden will. Ja, ich will aber in dieser virtuellen über diese virtuelle Schnittstelle in eine Welt zu anderen Menschen finden. Und es ist so gesehen gemeinschaftlich. Aber im Ort reicht es natürlich, dass wir da in die Matrix gehen. Okay, also Kinos haben aus deiner Sicht keine Zukunft. Also VR-Kinos. Nee, das macht dann Sinn, wenn die Leute das nicht zu Hause haben. Aber die Leute wissen ja gar nicht, wie einfach das ist. Also wenn sie das nicht kennen, wie einfach das ist, sich das dann selber zu machen. Viele Leute haben Smartphone, aber noch nie einen Film auf VR darauf gesehen. Aber das wird sich in einem Jahr geändert haben. Ja.